Hallo, ich bin Johannes Scheidweiler, ich bin 21 Jahre alt und werde ab der nächsten Spielzeit hier am Staatstheater Cottbus als Schauspieler, als neues Ensemblemitglied dabei sein. Heute bin ich hierbei ausgepackt und fange mal an mit der ersten Frage. Haben Sie schon einen Lieblingsplatz in Cottbus? Ja, ich mag diesen Puschkin-Park sehr gerne, dort neben der Stadthalle. Ich war total überrascht, wie grün Cottbus generell ist. Und durch den Puschkin-Park hindurch bis dann hinten zur Spree und an der Spree entlang, das fand ich eigentlich alles wunderschön. Da bin ich mit dem Fahrrad immer durch. Und da wird man mich, glaube ich, in Zukunft, wenn es warm ist, öfter finden können. Genau. So, nächste Frage. Welche Rollentypen spielen Sie am liebsten? Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich finde, dass jeder Rollentypus, wenn man das so sagen kann, oder jede Figur auf ihre eigene Art total interessant und, wenn man so will, unendlich tiefgehend ist, dass ja, Rollentypen natürlich gerne Bösewichte eigentlich, doch wenn ich so drüber nachdenke. Ja, Bösewichte, das macht irgendwie immer Spaß da. Verlässt man so ein bisschen die eigene alltägliche Komfortzone und kann da ein bisschen fies sein. Und manchmal ist das natürlich immer ganz cool. Dritte Frage. Was machen Sie, wenn Sie auf der Bühne lachen müssen? Das kommt natürlich ganz auf die Situation an, in der das passiert, aber normalerweise habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn man lachen muss, dann sollte man es machen. Dann sollte man das nicht unterdrücken, sondern wenn der Impuls da ist zu lachen, dann kann man mal lachen. Kommt halt darauf an, wie das Stück angelegt ist. Ist da viel Raum für Improvisation oder für spontane Sachen? Und wenn dem so ist und man muss dann mal lachen, dann kann das den Raum öffnen für ganz neue Spielmöglichkeiten für sich und für seine PartnerInnen. Ja, wenn man es jetzt wirklich unterdrücken muss, dann muss man da Mittel und Wege finden. Entweder an was Trauriges denken oder mal kurz wegdrehen oder so. Ja, also ist jetzt kein Drama, wenn man es mal machen muss, dann muss man es irgendwie runterschlucken. Das geht dann schon. So, was sind Ihre lustigsten Bühnenpannen? Ah ja, die lustigsten Bühnenpannen. Ziemlich lustig war im Nachhinein, in dem Moment nicht so. Ich hatte mal Nasenbluten auf der Bühne und hatte dann eine Kussszene zu spielen. Und das war recht sensual, sag ich mal. Da war dann, hatte meine Partnerin dann viel Blut im Gesicht, ich mein eigenes. Das war in dem Moment sehr martialisch. Also wir haben Medea gespielt, das hat irgendwie also auch ein bisschen gepasst. Ist jetzt keinem aufgefallen. Im Nachhinein sehr lustig, in dem Moment sehr eklig auch. Woher wussten Sie, dass Sie Schauspieler werden wollten? Ich habe meine ganze Kindheit lang und meine ganze Jugend lang schon immer gespielt, habe das sehr geliebt, auf der Bühne zu stehen, vor Leuten zu stehen, ob das jetzt in der Schule einen Vortrag halten ist oder wirklich auf der Bühne was zu spielen oder vorzulesen. Ich habe auch immer viel vorgelesen anderen Leuten und herausgefunden, dass man das dann machen, also dass das wirklich ein realer Berufswunsch ist, habe ich in der 10. Klasse mit 16. Und dann, da war ich nämlich beim Tag der offenen Hochschultür in Leipzig, an der Hochschule in Leipzig. Und da konnten wir so einen Tag mit am Unterricht teilnehmen und tanzen und spielen und sowas. Und da saß ich dann am Abend, weiß ich noch, ganz glücklich mit den Studierenden von dort, die alle so 5, 6, 7, 8 Jahre älter waren als ich. Und habe mit denen geredet und das war total, da wusste ich dann einfach, das muss ich machen. Ich wüsste nicht, was sonst. Genau. Was war das schwierigste Fach für Sie im Schauspielstudium? Naja, das war jetzt nicht so wie in der Schule. Also, dass es da Fächer, oder für mich gab es da nicht so Fächer, die mir jetzt extrem lagen und gar nicht lagen. Das hat mich alles sehr interessiert. Das schwierigste Fach für mich im Studium war oft Akrobatik, weil ich bin nicht,
bin nicht so sehr der Turner und Tänzer. Doch, Tänzer schon, aber Turner nicht so sehr. Aber nur schwierig in der Hinsicht, dass ich auf jeden Fall dafür arbeiten und üben musste, dass ich da zum Beispiel mal einen Handstand hinkriege. Das ist am Anfang natürlich schwierig und dann mit der Zeit wird es besser und dann macht es auch Spaß. Da lohnt es sich dann wirklich dafür zu proben. Letzte Frage. Was ist Ihre größte Inspiration? Das ist eine sehr spannende Frage. Das habe ich mich auch ganz lange gefragt. Und jetzt über die Corona-Zeit habe ich das gemerkt, dass meine größte Inspiration oder auch meine größte Lust, was zu machen, rührt daher, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen zu reden, Leute zu sehen, Musik laut zu hören mit anderen Leuten und darüber dann Ideen zu kriegen, über Situationen, über die man hört, die man mitkriegt. Daraus ziehe ich eigentlich meine ganze Inspiration, meine ganze Kraft und meine ganze Motivation, was ich dann auf der Bühne zeigen will, was ich darstellen will und solche Dinge. Genau. Ja, das war meine letzte Frage, meine letzte Antwort. Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns bald im Theater und ich freue mich auf euch. Bis bald.